Puh, servus zusammen. Ich darf als Diabetiker natürlich Auto fahren. Allerdings muss ich ein paar Dinge beachten. Ich erzähle euch alles zum Thema Autofahren mit Diabetes, was ihr beachten müsst. Erzähle ich sogar, wie es mit dem Motorradfahren und Diabetes aussieht und habe am Ende des Videos sogar ein paar Tipps für euch. Das alles nach dem Intro. Als ich die Diagnose Diabetes mellitus bekomme, habe ich mich natürlich einige Dinge gefragt. Unter anderem, darf ich überhaupt Auto fahren? Darf ich meinen Führerschein behalten? Wie schaut es da eigentlich aus? Natürlich darf ich meinen Führerschein behalten und natürlich darf ich noch weiterhin Auto fahren. Allerdings muss ich halt wirklich ein paar Dinge beachten. Zu unterscheiden gibt es trotzdem Diabetiker mit einem Führerschein und Diabetiker ohne Führerschein, die ihn erst noch neu beantragen. Puh, vielleicht zeige ich euch am Ende des Videos ein Bild von meinem Führerschein. Habe ich als Diabetiker noch keinen Führerschein oder muss ich neu beantragen, weil ich meinen Schein verloren habe, weil ich zum Beispiel mal wieder mit 120 durch die 30er-Zone gedüst bin, dann muss ich auf dem Neuantragsformular die Frage nach den gesundheitlichen Aspekten wahrheitsgemäß natürlich beantworten. Und hier muss ich dann angeben, dass ich Diabetes habe. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass ich keinen Führerschein bekomme. Diabetiker werden hier in drei Gruppen eingeteilt. Gruppe A, das uneingeschränkte Autofahren. Das dürfen all diejenigen, die nur mit einer Diät oder Medikamenten zur Besserung der Insulinresistenz behandelt werden. Die Gefahr von Unterzucker besteht hier einfach nicht. Gruppe B gilt den Diabetikern, die Medikamente der Sulfonylharnstoffe einnehmen. Da hier ein geringes Risiko von Unterzuckerung während dem Autofahren besteht, muss ein Arzt eine Untersuchung durchführen und ein ärztliches Gutachten erstellen. Allerdings gilt auch hier, wenn der Patient gut eingestellt ist, steht dem Erwerb des Führerscheins nichts im Wege. In die dritte Gruppe werden Diabetiker eingestuft, welche mit Insulin therapiert werden. Hier ist natürlich die Gefahr, in den Unterzucker während dem Autofahren zu geraten, am höchsten und das Risiko, einen Unfall zu bauen, ist hier natürlich auch besonders hoch. Daher wird eine ärztliche Untersuchung verlangt und ein Arzt muss alle 6 Wochen die Stoffwechsellage kontrollieren. Solltet ihr vorhaben, den LKW- oder Busführerschein zu machen, gilt im Prinzip das Gleiche. Gruppe A bekommt den meist ohne Probleme. Bei Gruppe 2 wird's, oder Gruppe B wird es dann schon etwas schwieriger. Und zwar ist es hier eigentlich vonnöten, dass ein ärztliches Gutachten erstellt wird und der Arzt muss bestätigen, dass man die letzten 90 Tage sehr gut eingestellt war. Bei Gruppe 3 sind insulinpflichtige Patienten prinzipiell nicht geeignet, LKWs oder Busse zu kutschieren. Aber auch Diabetiker aus Gruppe 3 können den LKW- oder Busführerschein erlangen. Und zwar ist das Ganze verbunden mit regelmäßigen Gutachten und einer sehr guten Einstellung. Habe ich bereits meinen Führerschein und dann wird die Diagnose Diabetes erst gestellt, muss ich das nicht den Straßenverkehrsbehörden melden. Auch die Ärzte dürfen das nicht aufgrund der Schweigepflicht. Ich muss ehrlich sagen, da war ich schon etwas überrascht, weil im Prinzip ist es ja das Gleiche, auch von der Neueinstellung her. Das hat mich dann schon etwas gewundert. Aber gut, die Diabetiker, die dann ihren Führerschein schon haben, die müssen selbst entscheiden und selbst Verantwortung dafür ziehen, in welcher Situation sie Auto fahren. Allerdings gibt es ein paar Dinge zu beachten. Rät euch euer Arzt, dass ihr nicht Auto fahrt, dann solltet ihr das auch auf gar keinen Fall machen und diesen Rat auch wirklich befolgen. Werdet ihr jetzt zum Beispiel neu eingestellt, weil ihr die Diabetes-Diagnose neu habt und ihr bekommt gerade neue Insulin, da schwankt natürlich euer Blutzuckerspiegel, ihr fallt öfter mal in Unterzucker. Da solltet ihr natürlich auch nicht Auto fahren und da sagen auch die meisten Ärzte, dass ihr erstmal eine Zeit lang nicht Auto fahren dürft oder könnt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel auch das Insulin wechselt, also zum Beispiel von Humalog auf Novorapid umsteigt oder sonstiges, dann solltet ihr bei so einer Neuinsulintherapie auch auf gar keinen Fall Auto fahren. Aber das raten euch meistens auch die Ärzte und ich kann euch nur sagen, hört auf euren Diabetologen und befolgt auch unbedingt dessen Rat. Also, anders als kein Diabetiker können Zuckerkranke im Straßenverkehr in Situationen kommen, in denen sie sich selbst, aber auch andere gefährden, vor allem wenn sie häufig in den Unterzucker geraten. Aber was ich ziemlich erstaunlich fand, laut den Statistiken verursachen Diabetiker nicht mehr Unfälle als Nicht-Diabetiker. Das fand ich schon echt ziemlich erstaunlich. Was mache ich also, um beim Fahren weder für mich noch für andere eine Gefahr im Straßenverkehr darzustellen? Dazu unterscheide ich eigentlich 2 Sachen. Einmal die kurzen Fahrten und einmal die langen Fahrten. Kurze Fahrten sind für mich Fahrten unter einer Stunde. Vor Fahrtantritt messe ich immer meinen Blutzucker. Ich schaue immer, dass ich so zwischen 100 und 120 bin, bevor ich losfahre, sollte ich drunter sein. Irgendwie bei 80 oder sowas merken, es geht bergab. Oder ich habe sehr, sehr lange nichts gegessen, dass ich keine Kohlenhydrate mehr in mir habe. Dann schaue ich, dass ich noch eine Kleinigkeit esse. Aber Achtung, wirklich nur eine Kleinigkeit. Wieso? Darauf gehe ich später nochmal genauer ein. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr beim Autofahren auch nur die kleinste Kleinigkeit von Unterzucker merkt, fahrt irgendwie so schnell es geht, aber sicher rechts ran und schaut, dass ihr Traubenzucker esst. Hier gilt nämlich, ihr solltet nicht nur Traubenzucker, sondern ihr müsst immer Traubenzucker im Auto haben. Bei den kurzen Fahrten fahre ich auch gerne mal alleine. Auf längeren Fahrten gilt im Prinzip genau das Gleiche wie bei den kürzeren Fahrten.
Allerdings solltet ihr nach allen 2 Stunden Pause machen. Ich empfehle euch hier dringend, dass das schon früher ist. Also macht nach 90 Minuten oder vielleicht sogar nach 60 Minuten eine Pause. Checkt eure Blutzuckerwerte, wenn ihr irgendwie drunter seid. Ihr müsst den Traubenzucker immer griffbereit haben. Macht eine kleine Pause. Das ist wirklich immer super. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr wirklich längere Fahrten macht, dass ihr dann nicht großartig esst. Das Wichtige ist, dass ihr spätestens 2 Stunden vor Fahrtantritt dann eine größere Portion esst. Denn ihr wisst selber, wenn ihr euch mal irgendwie verrechnet habt, wenn irgendwie die Kohlenhydrate stärker wirken oder das Insulin stärker wirkt oder irgendwas ist, es gibt 1000 Gründe, wir Diabetiker kennen das alle, wieso wir nach dem Essen in Unterzucker fallen können, dann habt ihr eben in dieser 2 Stunden Zeitspanne Zeit, das Ganze aufzufangen und zu kontrollieren. Deswegen würde ich euch das unbedingt empfehlen und macht wirklich immer regelmäßig Pause, vergesst es nicht. Was ziemlich chillig bei längeren Fahrten auch ist, also ich persönlich achte da zum Beispiel drauf, dass ich immer einen Beifahrer habe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 6 Stunden nach Italien fahre, dann würde ich niemals ohne einen Beifahrer fahren und wirklich, wenn, dann würde ich wahrscheinlich jede Stunde eine Pause machen. Also bei längeren Fahrten auf jeden Fall immer schauen, dass ihr noch einen Beifahrer habt. Für das Motorradfahren gilt übrigens genau das gleiche wie das ganze Zeug, was ich euch gerade eben schon erzählt habe. Allerdings ist es natürlich beim Motorradfahren etwas schwieriger, mal kurz seinen Blutzucker zu messen oder Traubenzucker zu essen. Deswegen gilt hier ganz, ganz besonders, beim Autofahren natürlich auch, aber beim Motorradfahren, wenn ihr minimalst was merkt, fahrt sofort sicher irgendwie rechts ran, messt euren Blutzucker und esst gegebenenfalls Traubenzucker, bevor ihr dann weiterfahrt. Jetzt habe ich noch ein paar Tipps für euch, die euch das Autofahren als Diabetiker erleichtern sollen. Der erste ist, nehmt euch auf jeden Fall ein Blutdurchmessgerät mit, legt es am besten ins Handschuhfach und lasst es da auch, dass ihr immer unter der Fahrt dann, also nicht unter der Fahrt, aber wenn ihr da mal rechts ranfahrt, einfach messen könnt. Ich habe da, ich glaube, die kosten 5 bis 10 Euro. Ich habe da auch mehrere, die liegen bei mir eigentlich überall rum. Und ganz ehrlich, im Auto habe ich immer eins, das habe ich auch zur persönlichen Sicherheit. Der zweite Tipp ist natürlich, ihr wisst es wahrscheinlich schon, und jeder Diabetiker weiß es eigentlich, hat es dabei, Traubenzucker oder schnelle Kohlenhydrate dabei haben. Im Auto ist es nämlich besonders wichtig, dass ihr die dabei habt, also ihr müsst sie eigentlich dabei haben. Und jetzt komme ich eigentlich zu meinem hauptsächlichen Tipp. Schaut, dass ihr sie immer so griffbereit habt, dass ihr sie theoretisch mit einer Hand nehmen könnt. Also ich habe da jetzt zum Beispiel eine Traubenzuckerpackung, die ich mit einer Hand aufmachen kann und dann einfach nur reingreife. Oder nehmt euch zum Beispiel irgendwie eine Schale oder sowas, wo so ein paar Gummibärchen oder sonstiges drin liegen, dass ihr, wenn ihr mal wirklich beim Fahren seid, einfach nur so rechts reinlangt, euch nehmen könnt und fertig. So, wenn ihr so ein bisschen was merkt oder so und das wirklich die Situation einfach nicht zulässt, ihr könnt dann auf jeden Fall was reinhauen. Wenn ihr dann mal rechts rangefahren seid oder sowas, empfehle ich euch als nächstes, das gehört aber auch zu diesem Punkt dazu, immer Flüssigzucker dabei zu haben. Also ich habe zum Beispiel immer eine Apfelschorle im Auto, die ist jetzt, glaube ich, auch schon seit einem Jahr drin, die sollte ich vielleicht mal austauschen. Jedenfalls, sowas ist auch immer gut, weil wenn ihr mal in Unterzucker fallt, dann könnt ihr da wirklich schnell trinken und die Kohlenhydrate kommen einfach schnell in euer System. Mein dritter Tipp ist eigentlich, dass ihr einen Sensor dran habt, also zum Beispiel ein Freestyle Libre oder ein Dexcom. Damit könnt ihr mit einem Lesegerät ziemlich einfach messen und auch jetzt zum Beispiel nur mit einer Hand. Das heißt, ihr nehmt euer Messgerät oder Lesegerät, das halt wirklich gerade auch griffbereit liegt beim Autofahren und dann könnt ihr einfach mal einfach so kurz hinhalten und dann schaut ihr da kurz drauf, okay, es ist bei 130, kann weiterfahren, passt. Traubenzucker? Check. Blutdurchmessgerät? Check. Meine Werte? Check. Dann kann ich losfahren. Tschüss. Ich würde euch auch ehrlich gesagt empfehlen, dass ihr schaut, dass ihr wirklich immer einen Beifahrer habt. Das ist einfach mega cool, wenn ihr einen Beifahrer habt. Also meine Freundin, die fährt ziemlich oft im Auto mit und die kann halt dann auch, wenn ich mal gerade beim Autofahren bin, einfach mein Handy hinhalten. Und da geht es nicht mal darum, dass ich es vielleicht schon gemerkt habe, dass ich in Unterzucker falle, sondern einfach nur so eine Kontrolluntersuchung. Einfach mal kurz hinhalten und schauen, wo sind meine Zuckerwerte. Es ist sogar schon ein, zwei Mal vorgekommen, da war ich zwar nicht im Unterzucker, aber dass ich halt irgendwie so nach unten abgedriftet bin. Und dann habe ich mir halt einfach meinen Traubenzucker geben lassen, reingehauen und dann ging es eigentlich auch wieder. Und ich konnte das Ganze auch frühzeitig dann behandeln. Also, Beifahrer ist eigentlich immer ziemlich cool. Jetzt wisst ihr eigentlich alles, was zum Autofahren mit Diabetes dazugehört. Achtet am besten auf meine Tipps und dem Autofahren steht nichts mehr im Wege. Ich wünsche euch viel Spaß auf euren Spritztouren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.